Eigentlich müsste ich jetzt weiter, weil es jetzt weiter mit Malerei geht, über den Pointillismus berichten. Passt aber nicht ganz zu diesen zwei Malern, die jetzt gleich vorkommen. Mehr als 10 Jahre gibt es nämlich schon das Leopold-Museum in Wien. Stell dir vor, mehr als 10 Jahre, ja genau. Und zu diesem Jubiläum hat uns Frau Dr. Elisabeth Leopold einen privaten Einblick in diese Kunstsammlung gewährt, die sie in vielen Jahrzehnten mit ihrem bereits verstorbenen Ehemann Rudolf Leopold gesammelt hat. Und im Mittelpunkt dieser Kunstsammlung steht natürlich Egon Schiele, aber auch, und das passt natürlich hervorragend für dieses Jahr, Gustav Klimt. Bilder und Briefe von Klimt persönlich zeigt das Museum in seiner neuen Schau. Es war im Flögelnachlass vorhanden und die Familie hat es dann zu Sotheby's, glaube ich, oder Christie's, wo war das? Sandra ist nicht da. Zu Sotheby's zur Versteigerung gegeben und mein Mann hat es versteigert. Das hängt zusammen mit der großen Sammelleidenschaft des Rudolf Leopold, der eben nicht nur Gemälde gekauft hat, sondern auch den gesamten, eine große Sammlung von Postkarten. Und die ganze Geschichte der Emilie Flöge und Klimt ist ja natürlich sehr aufschlussreich. Der 2010 verstorbene Kunstsammler Rudolf Leopold war stets an der gesamten Persönlichkeit eines Künstlers interessiert. Auch Möbel aus dem Jugendstil der Zeit Gustav Klimts finden sich deshalb in seiner privaten Sammlung. Und das ist längst nicht alles. Weltruf erlangte das Sammler-Ehepaar mit seiner Begeisterung für Egon Schiele. Für das Bild Die Eremiten verzichtete der angehende Augenarzt Rudolf Leopold 1953 auf sein erstes Auto, das ihm die Mutter zur Promotion schenken wollte. Mein Mann hat gesagt, ein Auto wäre schon gut, aber was kostet denn das? Und sie hat gesagt, das kostet 30.000 Schilling. Gibst du mir das Geld? War die nächste Frage, wenn ich fertig werde mit meiner Promotion. Naja, dann ist ja nichts übergeblieben, als zu sagen, ja, also du kriegst das Geld, aber was machst du damit? Und da hat er gesagt, ich kaufe ein Bild. Das Bild, das ich schon so lange haben möchte, das ich von England, von dem Herrn Stemmer, der das mitnehmen konnte, nach England zurückholen möchte. Und so war es dann auch. Heute wird dieses Gemälde, das übrigens Egon Schiele gemeinsam mit seinem Mentor Gustav Klimt zeigt, auf rund 50 Millionen Euro geschätzt. Seit den 1950er Jahren sind die Werke dieser Maler um das 10- bis 30.000-fache im Wert gestiegen. Gesammelt haben sie die Leopolds aber nicht deshalb, sondern aus Leidenschaft. Die große Genugtuung, als endlich die Kritiker geschrieben, der für uns unbekannte Schiele rückt mit einem Schlag in die erste Reihe europäischer Künstler. Ja, die Geschichte mit dem Aufstieg Schieles ging natürlich mit dem Preis einher. Sie müssen verstehen, dass ein Künstler, von dem ich von Anfang an überzeugt bin, wo wir auch mit großen Opfern, auch damals noch, die Bilder erworben haben, wenn der in der Welt aufsteigt, plötzlich zur Berühmtheit, dass einen das glücklich macht und dass einen freuen muss. Gut war es nicht für uns, denn nachher konnten wir das uns alles nicht leisten. Wenn ein Bild die Aufmerksamkeit Rudolf Leopolds erweckte, wie etwa der gelbe Akt von Schiele, waren Diskussionen um den Erwerb nicht immer ausgeschlossen. Ja, ich hab müssen, sonst hätte ich mit dem Mann nicht leben können. Auf der anderen Seite war natürlich auch eigene Begeisterung dabei, sonst hätte ich das ja auch gar nicht so ohne weiteres mitgemacht, denn das Leben war ein dorniger Weg mit so einem Sammler. Es war natürlich mein Pech, dass ich auch Augenärztin war. Also es ist schon vorgekommen, dass er gesagt hat, weißt, heute kann ich nicht, bitte geh du in meine Ordination, heute ist Versteigerung. Da war natürlich ein Pech. Ein gemeinsames Lebenswerk, um das sie heute Kunstexperten und Museen in aller Welt beneiden. Das Leopold-Museum besitzt die weltweit größte Sammlung an Gemälden, Zeichnungen und Skizzen des so lange verkannten Künstlers Egon Schiele. Sie sind derzeit ebenso in einer großen Sonderausstellung zu sehen, wie Bilder und Privates seines Zeitgenossen Gustav Klimt. Ja,
Ja, ich schaue mir im Moment so gern Ausstellungen an. Das ist, schaut schon auch sehr interessant aus. Eine tolle, tolle Kunstsammlung. Die Schiele Sonderschau ist übrigens im Leopold-Museum noch bis Mitte April zu sehen. Und Klimt persönlich, diese Ausstellung mit diesem Titel wird morgen eröffnet. Und ab Freitag ist sie dann öffentlich zugänglich. Sehr interessant.